Und ja, man sieht, sie haben schon ein bisschen Schaden angerichtet, Wichte. Ein einzelner Wicht ist nicht gefährlich, ist wie eine einzelne Ameise eigentlich. Nur eine ganze Meute von Wichten kann eben, wie man sieht, Schaden anrichten. So, wir haben diesen Felsen jetzt umgangen. Können jetzt wieder kurz auf die Straße gehen. Ja, in einige der Bäume wurden Symbole geritzt, die so rot und rau wie Wunschschorf sind. Ja, da ist noch, sind noch mal Wichte. Und ihr Hauptproblem ist, dass sie Krankheit verursachen. Und weil es so viele sind, können wir auch flankiert werden. Da ist jetzt gerade nicht mehr zu sehen, was flankiert macht. I shall be discreet. Absolutely. Aber auf jeden Fall ist es nervig, flankiert zu werden. So, eine Speerspinne. Flankiert sind Gegner übrigens nur, wenn man aus zwei verschiedenen Richtungen angreift oder halt von der Seite angreift. Ah, eine Arbalest, ein Helm, Goldrotprim, Silberpfennig, Spinnenbein können wir auch gut gebrauchen. Sind da alles Zutaten, um entweder Waffen zu verbessern? Oder Sachen zu craften, also Schriftrollen, Tränke. Ich finde das eigentlich hier in Pillars of Eternity ein bisschen cooler gemacht als in Tyranny. Wer bei Tyranny Let's Play verfolgt hat, wo man wirklich zum Verbessern und so weiter die Türme gebraucht hat. Oder teilweise ewig lang warten musste, bis man irgendeine Schriftrolle oder so angefertigt hatte. Hallo Hirsch. Wir wollen dir nichts tun, dir und deinem Reh. Wir wollen nur weitergehen. So. Damit sind wir eigentlich durch den Esterwald schon durch. Und natürlich bringt es nichts, da lang zu gehen, sondern wir müssen da lang. Und wir wollten rasten. So. Schadensreduktion ist alles gut soweit. Bei dir aber hätte ich gerne gegen Gefäße eine Genauigkeit. Dann gucken wir noch kurz ins Lager. Wir haben immer noch keinen guten Speer. Vielleicht haben wir Glück und finden dann in Redricks Schloss ein, sobald wir das plündern können. Chaosfuß-Schriftrolle aus. Hier ist alles auch okay soweit, rüstungsmäßig und so weiter. Der kann auch mal wieder raus. Und Chaosfüße zu dir. Und wenn wir schließen, rasten wir. So, und unsere Rastboni sind noch alle aktiv. Das ist das, was ich in der letzten Aufnahmesession mal angesprochen hatte. Dass wir jetzt beide Rastboni auf uns gewirkt haben. Einmal den vom Gasthaus und einmal den vom Wildrasten.
So, und damit können wir jetzt frohen Mutes in Redricks Festung gehen. So, hier außerhalb der Festung brauchen wir uns erstmal nicht This is the verstecken. home of the man responsible for those hanging corpses. You don't plan on knocking, do you? Hier lebt der Mann, der für all diese baumenden Leichen verantwortlich ist. Du willst so nicht etwa anklopfen, oder? So ähnlich. Der Wächter blickt dir finster ins Gesicht. Du hast hier nichts verloren. Fürs Redrich lässt keine Besucher, Kaufleute oder fahrende Unterhalter herein. Er lächelt höhnisch. Am besten kehrst du auf der Stelle um. Ich bin gekommen, mit Redrick zu sprechen. Geh zur Seite. Der Wächter schnaubt. Hast du was an den Ohren? Er zieht sein Schwert. Ich gebe dir noch eine letzte Chance, umzukehren. Die Wächter drinnen werden nicht annähernd so freundlich sein. Der Wächter blickt dir finster ins Gesicht. Du hast hier nichts verloren. Ja, keine Besucher. So, lass es uns nochmal probieren. Geh zur Seite, sonst wirst du an deinen Interessen ersticken. Oder lass sich das besser auf Wiedersehen. Ja. Vom abgestandenen Wasser steigt ein übler Gestank auf. Das ist halt ein Burggraben. Burggräben haben so das Problem, dass sie stinken. So, Flussschilf. Ja, und hier wäre die erste Möglichkeit, reinzukommen. Die probieren wir einfach mal. Der Glockenturm der Burg thront über den Mauern vor dir. Die Außenmauer ist mit dicken Ranken bewachsen, die sich über und zwischen den Steinen verflechten. Die Ranken erstrecken sich fast über die gesamte Höhe der Mauer und schlängeln sich über die Brustwehr. Die Mauer untersuchen. Die überwucherten Ranken sehen ziemlich robust aus, aber du bist dir nicht sicher, ob sie das Gewicht einer Person aushalten können. Weit oben kannst du erkennen, dass ein Stück der Brustwehr herausgefallen ist und so eine Lücke in der Turmverteidigung darstellt. Hochspringen, um die Ranken zu erreichen. Du beginnst am Ufer des Burgrangens zu rennen und springst hoch, wobei du nach einigen der dickeren Ranken greifst. Du findest unsicheren Halt und hörst von oben ein ominöses Knacken, aber die Ranken halten. Der Turm ragt über dir empor. Die Ranken emporklettern. Du kletterst die Mauer mit gleichmäßiger Geschwindigkeit hoch. Nach langem und ermüdendem Klettern erreichst du schließlich das Ende der Mauer und kannst dich über sie hinwegziehen. Ja. Hier haben wir jedoch ein kleines Problem, wenn wir hier hochgehen. Nämlich Patrouillen. Und ich kann schon mal verraten, wir wollen hier hinten in die Burgküche rein. Das ist so mein Plan. Aber hier oben werden wir überall gesehen und das will ich nicht riskieren. Diese klapprigen Planken ragen gefährlich über die Seite der Mauer hinaus und hängt über dem steilen Gefälle. Unter den Gerüst wuchern Ranken in dichten Klumpen über die verwitterten Steine. Wieder herunterklettern. Nach einigen angespannten Augenblicken, während denen du gefährlich neben der Mauer baumelst, findest du deine Hände Halt und beginnst einen langsamen Abstieg zurück zum Boden. Ja. Jetzt weiß ich nicht gerade, warum meine Schrittgeräusche verschwunden sind. Ah, da sind sie ja wieder. So, die beiden Jungs ignorieren wir. Sie können uns ja schlecht daran hindern, hier Flussschilf und solches Zeug zu sammeln. Ja, vom abgestandenen Wasser steigt sich ein übler Gestank auf. So, Einzahn Gyrans Horn. So, etwas Flussschilf. Und Frühlingsbeeren. Und noch mehr Flussschilf. So, damit haben wir den Teil schon mal erledigt. Also die äußeren Bereiche. Jetzt müssen wir nach innen gelangen. Und das können wir nur auf demselben Weg wie Kolsks damals. Also Kolsks Männer.
Am Fuß der Außenmauer der Burg läuft das. Am Fuß der Außenmauer der Burg läuft aus einem Kanalgitter trübes, übelriechendes Abwasser in den Burggraben. Glitschige, vermooste Steine bilden eine gefährliche Brücke über das trübe Wasser. Vor ihr versperren die Eisenstangen des Kanalgitters den weiteren Weg. Die Stangen sind mit Ruß überzogen und einige scheinen verbogen oder zumindest seltsam angewickelt zu sein. Eventuell wurden sie genügend geschwächt, um sie mit entsprechenden Hilfsmitteln zu verbiegen. Ja, Brecheisen zum Verbiegen der Eisenstangen benutzen. Der kontinuierliche Strom fauliges Wasser gegen das Kanalgitter erschwert die Bewegung. Tatsächlich aber schaffst du es doch, das Brecheisen zwischen zwei der stärker verrosteten Stangen zu stecken und kräftig zu drücken. Jo, du hast das Brecheisen verloren. Eine der Eisenstangen beginnt plötzlich nachzugeben. Du legst deine ganze Kraft hinein und schließlich brichst du die Stange knirschend aus ihrer Verankerung. Hinter dem nun aufgebrochenen Gitter führt ein dunkler Weg weiter in die Burg hinein. Trübes Wasser fließt in einem kontinuierlichen Strom entgegen. Durchschwimmen. Du atmest tief ein, um den scharfen Gestank um dich herum vorzubeugen und gleitest nach vorne, in den gefluteten Tunnel. Während du dich in die unheil verkündete Dunkelheit stürzt, geraten die Mauern bald außer Sicht. Als du weiter schwimmst, scheint Licht durch das trübe Wasser vor dir. Du zwingst dich weiter, um nach der Lichtquelle zu suchen, bis du plötzlich in einer kreisrunden Lücke im Tunnel stehst, einem Ausweg. Ja, und damit sind wir jetzt in den Verliesen. Yay. Ja, wir könnten theoretisch... Na, ich will nicht wieder rausschwimmen. Ich dachte, da wird wieder ein Skript getriggert. Aber nein, wir werden einfach wieder rausgeschleudert. Also wieder zurückschwimmen. Tut mir leid, Jungs. Schwere Rüstung bietet mehr Schutz. Ruhezeit, ja. So. Wir haben den Kerker entdeckt. Und in dem wollen wir uns jetzt erstmal ganz ruhig umschauen. I suppose it can't be helped. Und das kann ich aufschließen ohne Probleme. Ja, wir hören das Stöhnen und Rumbibbern von Viehzeug. Yes. Wir wurden ja von Kolsk schon gewarnt, dass hier Untote, also dass Redricks Beseelerin hier mit Untoten rumspielt. Look there. You're quite friendly, aren't you? I'd be glad to. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich Mechanik beim Rasten ausgewählt habe. Ja, hier sind Ghule drin. Und nicht wenig Ghule. Und auch Wiedergänger. So, Kanna, jetzt versuch mal die zu blitzen. Hey, das hat sogar geklappt und ordentlich Schaden gemacht. Ja, anders können wir... haben wir fast keine Chance gegen die Ghule. Also wenn wir es hier in der Tür einzeln gegen sie kämpfen. Weil man sieht, wie viel Schaden sie bei Airy zum Beispiel machen. Und das war auch übrigens der Grund, warum ich Edda den Genauigkeitsbonus gegen Gefäße gegeben habe, also gegen Untote.
I'm here. How about that? So, die gute Brigantine. Hm.